und willkommen zu einem kleinen meditativen Tutorial aus dem Atelier am Rhein. Ich möchte dich heute dazu einladen, eine kleine Übung mit mir zu machen, die bestens dazu geeignet ist, dein Nervensystem einmal so richtig schön runterzufahren. Wir sind gerade in einer Zeit, wo viele Dinge sich außerhalb von uns abspielen, ganz nah vielleicht, ganz weit, ganz viele Sachen. Wir sind gerade von diversen, wir werden mit Nachrichten bombardiert. Wir haben vielleicht Dinge in der Familie, die uns beschäftigen, die wir verkraften müssen. Und ich weiß, dass viele von uns gerade sich emotional und von dem, was sie ertragen können, langsam an einem Limit befinden. Und umso wichtiger ist es, sich immer wieder mit sich selbst zu verbinden und bei sich selbst anzukommen und in sich reinzuspüren, was da gerade los ist. Und vor allen Dingen aber auch einmal so richtig zur Ruhe zu kommen, dass die Gedanken sich mal beruhigen dürfen, dass da nicht tausenderlei im Kopf rumläuft und rumrennt und sich im Kreis dreht und wir doch zu keinem Ende kommen. Und dafür habe ich diese Übung für dich ausgedacht. Diese Übung basiert auf Einatmen und Ausatmen. Einatmen und Ausatmen. Das ist eine ganz simple Übung, die du vielleicht, wenn du schon mal meditiert hast, immer wieder, die dir immer wieder begegnet, den Atem als Fokuspunkt zu nehmen. Aber hier in dieser Übung möchte ich dich dazu einladen, diesen Atem auch mal zu, ja, optisch darzustellen, zu visualisieren. Und indem du während des Atmens den Stift führst, wirst du gar keine Gelegenheit haben, zu denken. Also dein Gehirn wird überhaupt nicht dazu kommen, einen anderen Gedanken zu fassen als den, den du hier aufs Blatt schreibst. Ich habe jetzt hier ungefähr ein DIN A4 Blatt, das ist ein Schmierpapier, da habe ich was ausprobiert und darauf male ich mir jetzt mal einen Kasten, der ein bisschen kleiner ist als das Blatt. Du kannst aber eine Blattgröße verwenden, so groß wie du möchtest. Und dann schreibst du dir oben hin einatmen und unten ausatmen. Die Übung ist jetzt ganz einfach. Du fängst unten links an. Jetzt mal meinen Ärmel wieder hochmachen, sonst bleibe ich hier am Blatt hängen. Du fängst unten an und ziehst den Stift nach oben und mit der Bewegung des Stiftes atmest du ein. Und wenn du oben angekommen bist, schreibst du hin: Ich bin Liebe. Und während du das schreibst, hältst du den Atem kurz an, so lange wie du schreibst. Und mit dem Ausatmen führst du den Stift nach unten und schreibst: Ich bin Frieden. Wir atmen Liebe ein. Und atmen Frieden aus. Du kannst dafür jeden Stift verwenden, den du möchtest. Stell sicher, dass er flüssig schreibt, damit du nicht während des Ein- und Ausatmens und während des Luftanhaltens irgendwie ins Stocken gerätst und dich darüber ärgerst, dass der Stift nicht schreibt, weil das würde dich jetzt voll aus dem Fluss rausbringen. Also, magst du mitmachen? Dann folge mir gerne in der Übung und ich lasse jetzt währenddessen ein bisschen Musik laufen. Eine Sache noch, atme einfach ganz ruhig durch die Nase ein, Atem kurz anhalten, durch die Nase wieder ausatmen, Atem kurz anhalten. Und das in deinem Tempo, du brauchst jetzt nicht irgendwie zu zählen oder sonst irgendwas, einfach in einem Tempo, das sich für dich gut anfühlt. Okay? Also, los geht's. Thank you.
Ja, du kannst. Ich hoffe, du hast diese Übung jetzt ein bisschen genossen und bist ein bisschen innerlich zur Ruhe gekommen. Also ich merke richtig, wie es in mir jetzt so ein bisschen vibriert, aber wie der Kopf ganz leicht geworden ist. Und ja, ich bin Liebe und ich bin Frieden. Und mit diesen beiden Zuständen von Liebe und Frieden, wenn wir jeder so in den Tag gehen, dann kann der Tag nur großartig werden. Und das, was du bist, zeigst du nach außen. Das, was du fühlst, trägst du nach außen. Und damit steckst du andere an, im besten Sinne. Also ja, mach diese Übung, wann immer du einen klaren Kopf wieder brauchst, wann immer dir das Gedankenkarussell zu viel wird. Und wenn du Künstlerin bist wie ich, mach es auf einem Papier wie hier mit einem wasserlöslichen Stift oder mit einem wasserfesten, wie auch immer. Und dann kannst du dieses Papier als Collagenmaterial verwenden für deine späteren Bilder. Also, ich wünsche dir einen fabelhaften Tag. Ich wünsche dir viel Entspannung, einen ruhigen Geist. Ich wünsche dir Liebe und Frieden. Und das wünsche ich uns allen. Also, bis bald, bis zum nächsten Mal. Tschüss.